Tja, Freunde, schon wieder 2 Tage vergangen seit dem letzten Video. Es hat schon wieder ein paar Planänderungen gegeben. Unter anderem, der Monitor kommt nicht rein. Tja, warum? Ja, es passt ein größerer rein und mir ist eingefallen, warum ich den ja eigentlich damals vorne ausgetauscht habe. Der hat oben schon so leichte einen Rand mit Farbflecken gehabt, ist komisch hell geworden. Es war aber nicht viel, aber nee. Und bevor ich den jetzt dann neu baue und ich mich hinterher rumärgern muss, nee. Das Problem ist jetzt bloß, das Kabinett ist innen 60 breit. Tja, ich glaube 1,2 cm pro Seite 6 mm zu wenig. Ja, wir werden dann wahrscheinlich bei dem anderen Monitor das Gehäuse knacken und gucken, ob wir den dann reinkriegen. Wenn nicht, müssen wir da seitlich einfräsen, eine Nut neu machen und die dann irgendwie so schräg einfahren. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Was ich heute mache, ist anzeichnen. Verdammt viel anzeichnen. Ja. Und vielleicht hier noch was neu, dass das Brett ein bisschen weiter nach oben steht. Weil das ist ja hier nicht verleimt und gar nichts. Ja, da fällt mir schon was ein. Ja, was mache ich heute? Ich werde mir hier erst einmal schräg runter anzeichnen für die Scheibe, dass ich die Scheibe bestellen kann, dass ich eben die Scheibe, die Playfield-Scheibe bestellen kann. Dann hier oben, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die Scheibe bestellen und dann kommt auf das Playfield selber auch nochmal eine Plexiglasscheibe drauf. Einfach, das ist zum Schutz der Folie und, weil man griffelt ja immer drauf rum und ja, genau. Aber jetzt zeichne ich mir erstmal ein bisschen an und ja, wenn es dann aufs Playfield geht zum Anzeichnen, hole ich euch natürlich wieder dazu. So, jetzt. Also, diese Linie ergibt die Scheibe. Ich hoffe, man kann es jetzt im Video sehen. Display ist so klein, da sehe ich gar nichts. Und der Monitor wird direkt an die Scheibe anschließen. Also, ja, so mache ich das ganz einfach. Ausgemessen habe ich die Scheiben. Und ich habe mir jetzt die Schablonen, was ich mir ausgedruckt hatte, fürs Playfield hier drauf. Was allerdings der Fall sein wird, definitiv. Links und rechts die Holzklötzle werde ich ein bisschen ausschneiden müssen. Ja, da hätte ich leichter etwas schmälere genommen. Naja, ist egal, das ist ja kein Problem mit der Stichsäge. Mal schnell sup, sup. Zum einen, weil ja das Ding reinkommt, aber nicht auf diese Seite, sondern auf diese Seite. Erklärung. Ich habe jetzt wirklich lange überlegt, soll ich einen Joystick, sieht man das überhaupt, wirklich auf diese Seite hier machen? Nein. Ich mache den Joystick auf diese Seite und mache hier die Feuerbuttons hin, also auf die andere Seite. Warum? Nee. Wie mache ich das dann? Ich bohre die Löcher etc. pp. Und dann wird die Platte einfach komplett umgedreht und schon habe ich es auf der anderen Seite, so wie ich das haben möchte. Jo. Und jetzt erst einmal die Cam auf mich. Also, warum mache ich das eigentlich seitenverkehrt und nicht so, wie es auf der Zeichnung ist? Habe ich aber auch schon öfters gesehen, dass es die Leute so gemacht haben. Ganz einfach, wenn ich mich an meine Konsolenzeit zurückerinnere, sei es Atari, ja, hauptsächlich Atari 2600,
oder dann später auch am PC, wo wir noch einen Joystick gehabt haben. Ich habe den Joystick grundsätzlich so in der Hand gehabt und habe mit Daumen Feuer gedrückt. Und ja, ich kann mich auch noch an Spielautomaten erinnern, wo ich so dran gestanden bin, weil ich einfach gewohnt war, mit der rechten Hand den Joystick zu bedienen. Und genau deswegen mache ich das andersrum. Reine Gewohnheit! Ja. Sprich, ich kann jetzt die Löcher bohren, ausmessen, was für ein Forstnerbohrer heißen sie, ich dann brauche, um die Löcher durchzupumpeln. Jetzt kann ich alles vorbereiten. Kann das Brett mal auf Seite stellen. Und das nächste ist dann, Momento. Wo ist das Messer? Das nächste ist dann diese Teile hier. Hier gar keine Einbauanleitung für die Hängerschiff. Tja, die Vollauszüge. Na? Ach, das fährt gar nicht komplett raus. Plopp. Also sprich, wenn die Schublade zu ist, kurz dran touchen, dann fährt sie so weit raus, dann kann man sie rausziehen. Ah. Geht noch weiter. Jo, und genau die hier kommen hier rein. Ich hole euch mal wieder her. Wie ich die jetzt hier dann festmache oder sonstiges, Leute, das weiß ich noch nicht. Auf alle Fälle müssen die hier her. Wie wird denn der Mist überhaupt verschraubt? Aha, von der Seite dann durch. Dann habe ich auch schon die Länge ungefähr von der Schublade, kann ich mir dann ausrechnen. Und dann kommt die hier so rein. Allzu breit muss die Schublade nicht werden. Ja. Und dann habe ich hier vorne eine Schublade drin. Und genau das will ich machen. Dann kann ich mich hier anzeichnen, aussägen mit der Stichsäge und aus einem anderen Brett dann auf alle Fälle gleich mal die Front zurechtschnippeln, weil ich muss ja hier bohren und sägen und also das Brett, was ich da raussäge, werde ich nicht mehr verwenden können, aber das ist ja dann auch absolut gar kein Problem. Ja. Das sind so die nächsten Arbeiten. Puh, ich bin ganz schön geschafft wieder von der Arbeit heute. Nächster Tag und Playfield steht noch da unten. Heute nicht. Schubladengrafik liegt noch hinter mir, so wie gestern. Heute nicht. Wir machen heute was anderes. Tada. Den müssen wir testen. Und wie teste ich den am besten? Natürlich gleich mit dem Raspberry Pi. Ja, das erste Mal anschweißen das Teil. Und da ja das Joyboard noch nicht fertig ist, gucke ich ja mal, ob er das Ding auch frisst. Einfach mal ausprobieren. Wir werden sehen. Aber jetzt packe ich das Teil erst einmal aus und da gehen wir dahinter. Oder Ruck. Ich hoffe mal, dass da kein Mist rauskommt, weil den habe ich gebraucht gekauft, gut über Amazon, aber selbst da weiß man ja nie.
Ja, nachdem es bei dem letzten Monitor gebraucht nicht geklappt hat, hat es dieses Mal ja, bei einem anderen doch hingehauen. Ich werde dann den Monitor auch noch verlinken. Schauen wir mal, was da rauskommt. Gebrauchtzustand sehr gut, wie neu, hat es geheißen. So. Rückseite, 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 Stromkabel, kein Anschlusskabel. Wie ist denn der eingepackt? Sieht aus wie neu. Ja, vielleicht kann man den Rand ja wegmachen. Ich glaube, da muss ich den Schlitze reinmachen in das Ding. Naja. Jo, dann schaue ich mal, dass ich hier Anschlusskabel finde. Und dann probieren wir das Ganze mal. Standfuß brauche ich eh nicht. So. Ich hole mal den ganzen Rest her. Steckdosenleiste testen. Das müsste HDMI-Kabel sein. Habe ich noch übrig aus dem letzten Projekt. Das Netzteil, Raspberry, das Adapterkabel. Die Tastatur stecke ich auch noch an. Und dann noch den Joypad. Das Joypad-Kontroll-Dings da. Das mache ich jetzt und dann hole ich euch wieder dazu. Scheiße, falsches Kabel, anderes suchen. So Leute, ich habe jetzt alles mal eingesteckt. Ich hoffe, dass ich die Speicherkarte richtig rum rein habe. Das werden wir gleich wissen. Den hier schalte ich sicherheitshalber auch schon mal ein. Das hier schalte ich auch ein. Ja, und dann... Hui! Und genau deswegen habe ich das Sichtfenster, das Bullauge. Sieht doch geil aus. Oder etwa nicht? Sieht man den Raspi überhaupt? Ja. Aber ich sehe nichts mehr. So, jetzt gucken wir mal, was auf dem Monitor passiert. Kein Videosignal. Es ist eindeutig zu wenig. Schlimmer Betrieb aktiviert. Was soll denn das? Ha, jetzt kommt was. RetroPie Login. Last Login. Bla bla bla. Oh. This build tree and not for resale. Build no load. Okay. Also Leute, es tut sich was. Ich hole euch mal an den Bildschirm näher ran. Also wie gesagt, der erste Start von dem Raspberry Pi. Er blinkert wie blöd. Schauen wir mal, was weiter passiert. Ich lasse euch jetzt einfach mal live dabei. Na gut, vielleicht, wenn das jetzt so lange dauert, dass ich einen kleinen Cut mache. Waren Styroporboller. Naja, die sagen ja auch erst einmal 2-3 Minuten stehen lassen. Aber ich glaube, die Karte ist schon mal richtig gesteckt, sonst hätte er nicht RetroPie geschrieben. Weil das ist ja das, was auf dieser Karte drauf ist, die mir irgendwie zugelaufen ist.